Kreis gab seine Kerze zum ersten Advent und am Sonntag darauf eine zweite. Jetzt gibt's kein Geschäft, wo kein Lichterbaum brennt, denn das Christkind macht sonst vielleicht pleite. Das war ich mit 10. Also wie die Zeit verrinnt. Den Regisseur fragte ich damals, war es gut so oder wollen Sie mich mehr auf Kind? Ich spielte Rollen, dann Stimmbruch, weg. Mit 15 hatte ich mein Comeback mit Hot and Sweet und war erstaunt. Als eines Tags der Anruf kam, du wirst mit 17 Disco-Mann. Ich dachte, ich will nicht in Discount. Ja, das Wort war neu, nicht eingeparkt in den Gehirnzellen. Supermarkt, dachte ich, und wollte da nicht ran. Heut allerdings ist's mir ganz klar, dass das Missverständnis gar keins war, denn ich wurd gemischt, Warenhändler, Mann. Sie kauften 15 Jahre fleißig, übermorgen werd ich 30 und vielleicht noch mit 80 Disco-Mann. Na, da schlägt man doch die Hände überm Pop zusammen. Nein! Greift nach dem letzten Disco-Zipfel, das war die Höhe, war der Gipfel, Heinos Albtraum. La, la, la. Mit Janina! Und sehr entgegenkommend war bei mir auch manch Hollywood-Star, Telly Savalas. La, la, la. Jedoch Savalas geht vorüber, auch Bud Spencer war ein Lieber, es war erhebend, hier ein Beweis. Mark Hamill unterbrach sehr gerne für uns seinen Krieg der Sterne und das für ein Freundschafts-Enterpreis. Jing, Jing, Genghis Khan! Flotte Dampfer, echte Zähne, aber hier mal falsche Kähne. Es stinkt, stinkt, Genghis Khan! Und was da stank, ich bitte Sie, war großer Käse, der Grand Prix. Und fragen Sie, reagieren Künstler auf meine Gags stur? Nein, bei mir nicht, fragen Sie doch mal die Mama von Ben Hur. Inge Meisel, nach dem Sketch musste zwar dringend zur Kur, tja. That's Entertainment! Es kamen Hallervorden, der Milowitsch, der Lemke, Roy Black, die Uschi Glas, Hanni van Heiden, Dieter Thomas Heck, auch Siegfried Lovitz, Fritz Wepper blieben nicht weg, auch Tölke. That's Entertainment! Barbara Schöne, der Junke und Michael Schanze, Roberto Blanco, Peter Kraus, Ulrike von Möllendorf, Chris Howland, Heinz Eckner, Heinz Schenk, Antje Schäfer-Kühnemann, Karl-Heinz Rudolf, Günther Pfitzmann, Martin Jente, Lou van Burg, Heidi Brühl, Wolfgang Spier, das ganze Entertainment. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Moment, mich bei Ihnen zu Hause für Ihre Gastfreundschaft zu bedanken. Naja, seit meinem 15. Lebensjahr durfte ich Sie jeden Monat einmal besuchen. Dafür vielen Dank. Und Dankeschön, liebe Kollegen, dass ihr die Zeit gefunden habt, bei meiner letzten Disco dabei zu sein, mich zu besuchen. Ich finde das wirklich unheimlich lieb. Ich finde es schön, dass ihr hier so sitzt und zu mir steht. Und ja, aber Ute Zingelmann, nun sag mal an. Das tue ich auch. Meine Damen und Herren, das war die letzte Disco mit Ilja Rich. Ilja, warum guckst du denn so traurig? Ja. Theatererfolge, Kinopläne, Fernsehpläne. Was willst du denn eigentlich noch? Ein Finale. Das kriegst du. Meine Damen und Herren, und jetzt sein Finale. Verzeihen zu
der Showgemeinde. Tschüss, euer Ilja. Hallo, Freunde. Licht aus und den Spot steck ich mir ein.